Hey Freunde, Servus. Hier ist Renton. Wir spielen immer noch Dark Souls, sind immer noch in Sans Fortress. Und was ich vorhab, ist mich jetzt menschlich zu machen. Aus dem Grund, ihr könnt euch einen NPC dazu holen, der wohl extrem gut ist. Vor allem gegen den Boss hier. Bin ich mal gespannt. Soll wohl einer der Tipps sein, gerade für Anfänger. Schauen wir mal. Rebirth Halloween, jawohl. Okay, jetzt sind wir wieder wunderschön. Schauen wir mal, wie das läuft. Wo muss ich nochmal lang? Ist jetzt eine Woche her, dass ich gespielt habe ungefähr. Abseits von dem Let's Play hier spiele ich auch Dark Souls im Moment überhaupt nicht. Ah, genau, hier lang. Was mich mal interessieren wird, ist, ob die Lautstärke von meiner Stimme so in Ordnung ist für euch. Ich habe mal in ein paar Videos von mir reingeklickt und ich habe es als ein bisschen leise empfunden. Ich weiß nicht, ob es zu leise ist oder ob es in Ordnung ist. Ich vermute mal, dass es irgendwo in Ordnung ist, sonst hättet ihr schon geschrien wahrscheinlich, aber ich frage mal lieber nach. Ja, Iron Giant, Iron Golem. Golem Giant. Pisst mich auf jeden Fall an, der Depp. Hui. Zack. So. Oh. Boulder Armor. Okay. Also hier gibt's ja, geht's zum Boss. Und hier hinten sollte der NPC sein. Bin ich schon mal gespannt. Da ist er schon. Und zwar der Iron Tarkus. heute ist für mich der 2.11. Und am 12.11. kommt ja das neue Xbox-Zeug. Hallo. Und dann ist es möglich, dass man 360-Spieler auf der One spielen kann. Und ich habe ja doch irgendwo Hoffnung, dass Dark Souls auch dabei ist. Das wäre dann für mich ein Grund, da irgendwie zu versuchen, alle Achievements zu holen. Aber auch nur dann, weil... Ich weiß nicht, irgendwie ist es komisch, die 360 immer anzuschließen. Keine Ahnung. So. Schauen wir mal. Ist... Ah, da ist er. Wollte gerade schon sagen, der kommt ja gar nicht. Unweg. Hauptschlag nochmal. Mach irgendwas, Junge. Er macht gar nichts. Schön weg, schön. Wow, was war denn das? Warum taumelt denn das so? Oh. Ich hol mal meine Seelen. Bam. Ajo. Der schlägt, ich springe 30 Sekunden später in die Faust rein und krieg die Energie abgezogen. Da stimmt doch was nicht, jetzt mal ohne Scheiß. Lass mein Freund. Ey, wenn der da runterfällt, gell? Ich zieh dem nix ab, das gibt's nicht. Jetzt fall runter! Da ist er down. Endlich, Gott sei Dank. Ah, Junge. Danke. So. Hätten wir die Scheiße auch hinter uns gebracht. Ich könnte jetzt... Ich glaube, ich gehe Level. Erstmal.
Ich glaube, ich gehe erstmal leveln. Weil danach kommen wir an meine Lieblingsstelle vom Spiel und ich weiß aber nicht, ob ich da am Anfang viel sterben werde. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, da meine Seelen aufs Spiel zu setzen. Vorausgesetzt, ich fall hier jetzt nicht noch irgendwo runter oder so eine Scheiße. Könnte ich mir bei meinem Glück in letzter Zeit auch gut vorstellen. So, schön gediegen. Du bleibst da hinten. Und ich lasse dich in Ruhe. Das ist ein Deal, oder? So. Vorsichtig. Level up. Was mache ich, Mann? Wie viel habe ich denn? 1, 2, 3, 2. Okay. Bring mal die Stärke auf 40, oder? Ah, so kurz davor. Ah, benutze ich die Seele. Fuck it. Fuck it. Ich werde eh keine neuen Waffen machen, wahrscheinlich. Ah, es könnte auch reichen, wenn ich die hier benutze. Machen wir noch eins auf Wit, oder? Eins auf Wit. Super vorbereitet und jetzt geht's weiter. Weiter in meine Lieblingsgegend aus dem gesamten Scheißspiel. Tudelu, tudelu. privat spiele ich im Moment ein bisschen Dark Souls 2. Und es spielt sich echt komplett anders, gell? Mag man nicht glauben. Und Dark Souls 3, ich war in diesem Network-Test, spielt sich echt wie Bloodborne. Also die Geschwindigkeit hat ordentlich aufgedreht. Aber man merkt trotzdem, dass es noch Dark Souls ist. Und das gefällt mir sehr gut. Also ich bin da sowas von hyped auf Dark Souls 3. So richtig abartig hyped. Kommt übrigens im März in Japan und im April für den Rest der Welt. Zack. Der lebt noch. Ey. Jetzt aber. Da ist der Renton wohl noch nicht stark genug. So, jetzt aber, Cutscene. Auf geht's. Willkommen in Anor Londo. Ich lieb's, gell? Ich lieb so abartig Secret. Nix Secret. Ankunft in Anor Londo. Ah, schön. Dieses Plopp-Geräusch bei einer Trophy, ich lieb's. Palim. Ja, der Witz ist, so ziemlich fast alles, was man hier sieht, kann man auch begehen. Und wie gesagt, das ist sowas von geil. Die greifen euch an. Sind Evil Motherfucker, das sind sogar zwei davon. Und ich hau ab. Ich könnte es ja jetzt versuchen zu bekämpfen, ich würde es wahrscheinlich auch schaffen. Aber ich gebe mir den Stress nicht, ich renne direkt ans Bonfire. Ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass man sie bekämpfen muss. Muss man aber wohl nicht. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one,
A revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Reinforce Estus Flask. Geht nicht. Übrigens droppt die eine Firekeeper Soul, wenn ihr sie killt. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. Also sie ist der Keeper dieses Bonfires. Und der Witz ist, wenn ihr die killt, ist das Bonfire auch weg. Und das ist später sehr, sehr, sehr ärgerlich. Wir haben jetzt zwei Wege. Wir könnten nach links gehen oder geradeaus. Wir gehen geradeaus. Links kommen wir später zu. Müssen wir sogar. Aber erst einmal hier runter. So, die Plattform. Ah, die geht automatisch wieder hoch. Guck mal, wie geil das gemacht ist. Ich lieb's, gell? Also der Style von dem Spiel ist sowas von gigantisch. Einfach abartig. Mal gucken, ob es hier irgendwelche Shinies gibt. Also Items zum Einsammeln. Hier unten wartet ein Gargoyle. Dem ich jetzt den Schwanz abschlagen könnte für den Gargoyle Halbert. Natürlich haben wir auch die Option wegzurennen, da habe ich aber gerade keinen Bock drauf. Ich möchte an deinen Schwanz. Oh nein! Schön geblockt. Schön geblockt. Du Drecksau. Ah, du Drecksau. So wird es nichts mit dem Schwanz. Nee, wird nichts. Drauf geschissen, ich hab den Gargoyle-Helm. Coole Sache, was kann der so? Wie geht der ab? 15, 15, 15. 500. Ja, sieht fett aus, oder? Apropos, wir könnten mal wieder Zeug anziehen. So, hä? Oh, nee, die Rolle ist extrem langsam, ey. Das mag ich nicht. So, schon besser. Schön besser. Beides immer noch scheiße langsam. Ich muss das Ding runterlassen. Weiß aber nicht mehr genau wo. Also es gibt auf jeden Fall einen Ort, wo man hier hoch muss. Kommen wir auch später zu. Ich will jetzt aber erstmal den Hebel finden. Um generell in der Story weiterzumachen. Schauen wir uns einfach mal um, ne? Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Kein Druck. Demon Titanite. Praise the Sun. Ja, hier hinten ist er nicht. Da vorne ist er. Ach Gott. Also das Spiel hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ist jetzt nicht uralt oder so, aber es ist jetzt auch nicht gerade das Neueste. Und es ist nicht grafisch unbedingt das Beste von der letzten Generation, aber vom Style her ist es stimmig einfach komplett. Und das ist das, was ich so lieb. I can take this. Ja, ist er wohl gesprungen. Geht hier irgendwas? Nee, kommen wir zurück an Anfang. Die Frage ist, wo ist der Hebel für die Brücke? Der ist nicht auf der Seite. Bin ich mir fast sicher, wir gucken jetzt einfach, komm. Gucken wir nochmal oben. Kommst du runter, Junge?
Na, also. Ist der Hebel da hinten? Das ist jetzt blöd, dass ich gerade echt nicht weiß, wo dieser scheiß Hebel ist. Aber gut. Guck mal einfach mal. So, genau, nur einen pullen bitte. Das wäre sehr lieb. Folge mir nach draußen. Boah, ist der langsam, ey. Leck mich am Arsch. Och, komm schon. Na, also. So. Nee, da ist nix. Kann sein, dass ich doch in das Haus muss. Fuck you. Hopp, attackier, mach was. Mach, mach. Das hat ja mal gar nichts abgezogen, ey. So. Erledigt. Eins davon ist eine Falle. Ja. Gut gemacht. Und Twinkling Titanite. Sehr gut. Was hat er gedroppt? Crystal Halbert. Das ist fett. Halberts mag ich eigentlich. Kann ich mal kurz zeigen. ...242... ...182, aber ich glaube... DD. Okay. Falscher Halbert, falscher. Der scaled mit... Ja, mehr Decks. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schwach für Einhänder. Ja, sieht ein bisschen kacke aus. Zwei Händer. Gut. Dann könnten wir eigentlich fast schon wieder leveln, oder? Gehen wir mal weiter. Ah, da. Core Use Item, jawohl. Reicht leider nur für eins. Ich denke, ich mache nochmal so eine Wache platt. Dann kann ich nämlich gerade nochmal leveln. Machen wir nochmal Strength hoch. Jawohl. Und jetzt holen wir, wie gesagt, so eine Wache. Es sind überall zwei. Lockt man wieder raus, sodass wir leveln können. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Part.
Noch ein Stück, bitte. Komm raus. So. Das hat dem null abgezogen. Ohne Spaß. Was ein Glück. So, bleibst du jetzt bitte draußen? Bleib doch draußen. Schiebt er mich da rum? Okidoki. Ich hole noch den zweiten, nur um sicher zu gehen, dass ich auch wirklich leveln kann. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie viel ich gebraucht habe. Ich habe nicht aufgepasst, ich Depp. Attackier! Nicht im Ernst. Nicht dein Ernst. Hopp, komm her. Komm, 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 komm. Bam, und jetzt. Und ein Follow-up. Hopp, hopp, hopp. Jawohl! Wunderschön. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube, ich gehe dann noch eins auf Endurance. Also Stamina. Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich auf Stanima sage, nicht Stamina. Ausdauer. Scheiß drauf. Draufgeschießen. So. Level up. Jawohl, es reicht. Es reicht. Locker, locker. Endurance. Alles klar. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich weiter durch Anor Londo gehe. Bis dann, Leute. Ciao.